Der Arbeitsweg von Dr. Armand Herberger könnte kaum kürzer sein. Direkt neben seinem Wohnhaus leitet er mitten im pfälzischen Deidesheim die Musenhof-Klinik. Eine der renommiertesten Adressen für ästhetisch-plastische Chirurgie in Deutschland. Gibt es was Neues vor ihm? Ist was Besonderes? Nichts Besonderes gewesen, ja. Studium in Mainz, Würzburg und München. Seit über 20 Jahren praktiziert er schon. Zentrum für Gesundheit und Schönheit nennt er sein Reich, das im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen ist. Ein Arzt mit Unternehmergenen. Sie hat ja noch mal im Rückruf gebeten, es ging ja noch mal um das Logo. Ich wollte nur mal kurz jetzt rückfragen, gibt es was Besonderes, Neues oder sonst was? Seine Patienten kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Und alle leiden unter ihrem äußeren Erscheinungsbild. Das Aussehen sollte man nicht so in so eine Ecke schieben und unter dem Stichwort Modewahn oder Schönheitswahn abtun, sondern das wie die inneren Organe auch. So ist die Haut, das Äußere ist ein Stück ihres Körpers. Und wenn es heute Möglichkeiten gibt, das zu verbessern, ohne dass sie ein großes Risiko eingehen, dann sollte man das machen. Und wie früh wird denn morgen operiert? 8 Uhr. Mhm. Ja, wird es um 8 Uhr, geht es auch los dann, ja? Die Menschen, die zu ihm kommen, sind oft psychisch angeknackst. Die sind teilweise suizidal gefährdet, ja, total frustriert. Und die kommen dann hierher und nach den Behandlungen sind die wie ausgetauscht. Die brauchen keine Tabletten mehr. Die Behandlung, die Ursache ihrer Probleme ist ja letzten Endes ihre körperliche Beschaffenheit gewesen, unter der sie gelitten haben. Und das ist nicht irgendwie ein Modelwahnsinn oder irgendwie ein Schlankheitswahn oder sonst was, was man versucht, den Leuten einzureden, sondern die haben ein ganz normales, natürliches Bedürfnis, ja. Nicole Lang aus Stuttgart hat sich wochenlang überlegt, ob sie sich einer Schönheits-OP unterziehen soll. Schließlich hat sich die 46-jährige Frau entschieden, es zu tun. Heute geht's Hallo. Los. Hallo, wie geht's? Alles in Ordnung? Alles sind Sie gut angereist? Ja, darf ich Ihnen mal was Sie dürfen nehmen? Bitte schön. Bitte, Sie dürfen gleich nehmen. Ursula Schenker erledigt in der Musenhof-Klinik die Formalitäten. Von Ihnen ein paar Einverständnisunterschriften. Lesen Sie es mal durch, Frau Lang. Die Patientin wird 3 Tage lang bleiben. Jeden Tag ein Eingriff. Nicole Lang ist nicht mehr zufrieden mit Hüfte, Bauch, Beinen, Po. Man könnte damit durchaus leben, aber irgendwann, wenn man in den Spiegel guckt, fängt man. Also ich habe angefangen, mich nicht mehr wohl zu fühlen. Und das kriegt man natürlich so, ich sag mal, in der Beziehung ein Stück weit mit, weil dann zu Hause man eher dann einfach da mal seinen Frust loslässt oder wenn man auf die Waage steigt und sagt, es geht einfach gar nichts. Und ja, irgendwann ist man dann an dem Punkt, wo man sagt, ich würde gern was machen lassen. Nicole Lang hatte vieles versucht, bevor sie sich zur OP entschied. Ihre Ernährung umgestellt, Sport getrieben, alles mit mäßigem Erfolg. Ihre Figur änderte sich kaum. Gleich wird sie sich Dr. Herberger anvertrauen. Fett absaugen im Luftbereich. Doch zuerst macht Ursula Schenker ein paar Fotos für den Vorher-Nachher-Vergleich. Also ich verspreche mir das auch davon. Also man fängt ja an, man sieht entweder im Internet oder im Fernsehen Berichte und sieht dann, was machbar ist. Und dann steht man an dem Punkt und sagt, okay, also ganz so schlimm ist es bei mir vielleicht nicht, aber das Ergebnis kann dann hinterher richtig toll sein. Deidesheim in der Pfalz. Kanzler Helmut Kohl führte seine Staatsgäste in den Deidesheimer Hof. Gorbatschow und Maggie Thatcher lernten hier den Pfälzer Saumagen kennen. Gut zu trinken gibt es natürlich auch. Mitten in dieser Welt der Gemütlichkeit und der Kalorienbomben, die Schönheitsklinik. Es ist kein Ort überquellender Wartezimmer. Termine gibt es nur nach Vereinbarung. Hier ist alles vom Feinsten. Kassenpatienten gehören eher nicht zu Klientel. Dr. Herbergers Patienten regeln das privat. Für Nicole Lang wird es gleich ernst. Wenn ich, bitten Sie bitte gerade noch mal. Hier zum Beispiel, das hängt ja hier rüber. Wenn ich das nicht absauche, wenn ich nur das jetzt wegnehme, dann hängt das hier rüber. Und die
seitliche Rückenpartie muss mitgemacht werden, es muss übergegriffen werden auf den Hüftbereich, es muss auf den Bauchbereich übergegriffen werden und später wird dann dieser ganze Bereich hier abgesaugt. Wichtig ist, dass sie eine schöne Taille bekommt, dass die Hüfte weg ist, der Bauch weg ist, dass sie später eine zierliche Figur hat. Ja? Weil momentan ist es ja wupp in der Mitte, ist ja wie so ein Kasten, der da drin sitzt. Das war deutlich. Ich packe überhaupt nichts in Watte und so weiter. Die wissen das ja um die Wahrheit und es wird ja um vieles drumherum geredet und wird gemacht und getan und schön gefärbt. Aber die Wahrheit sieht ja oft anders aus und das ist nicht beleidigend für die, sondern die wissen, dass es so ist und wenn man das eben auch so anspricht und dann akzeptieren die das und wissen das auch zu schätzen, weil es ehrlich gemeint ist. Unter lokaler Betäubung sticht der Arzt mit einer Mikrosonde ins Fettgewebe. Wieder und wieder. Das ist sicherlich mit das Entscheidende, gell? Dass man so ein Feeling hat für Ästhetik und Form, Proportionen und ansonsten. Es geht ja nicht um Fettabsaugung, es geht darum, dass man formt, modelliert, dass man den Körper schön macht. Ja. Im Empfangsbereich wartet Lutz Heitland, Apotheker und Pharma-Großhändler aus der Nähe von Bielefeld. Ein Facelifting und eine Augenlidstraffung hat er schon hinter sich. Ich habe mich sehr kurzfristig entschieden. Vor einer Woche war ich hier und habe das sehr kurzfristig entschieden, weil ich glaube, wenn ich das mir zu lange überlegt hätte, wäre ich nur ins Grübeln gekommen. Und ich habe sicherlich auch ein bisschen schlaflose Nächte gehabt. Ich habe das noch, ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Operation durchführen lasse. Seine Behandlung ist noch nicht abgeschlossen. Er kann seinen Bauch nicht mehr sehen und wünscht eine Fettabsaugung. Facelifting, Lidstraffung, Fettabsaugen. Ein Riesenpensum in 3 Tagen. Das ist wieder der Umkleideraum. Ja. Wollt ihr das hier zumachen? Ja. Ich mache das eigentlich für mich, um eben mir selber wieder besser zu gefallen. Also ich habe jetzt nicht eine Partnerin, die sagt, du musst das jetzt machen lassen oder so, sondern ich gucke mich eben selbstkritisch am Spiegel an und wenn ich dann feststelle, dass das eben, dass dieser Bauch mich stört und das schon, das ist jetzt also auch nicht erst seit jetzt so, das ist schon länger so. Nur in der Ehe hat es mich vielleicht nicht so gestört, wie es mich jetzt stört. Lutz Heitland ist wieder Single und auf der Suche nach einer Partnerin. Das Fett aufzulockern und eine flächenhafte Betäubung zu setzen. Sie fühlen sich so ein bisschen aufgeblasen wie so ein Luftballon. Ja, ja, aber nicht unangenehm. Nee, meistens fliegen die Leute weg, wieder, machen dann die Decke aus. Mehr als 10.000 Dr. Herbergers Bilanz aus 20 Berufsjahren. Doch der Mann aus Deidesheim hat noch andere Talente. Ernährungsberaterin Anne Lehn mixt einen von Herberger mitentwickelten Proteindrink an. Super Energy Protein nennt sich das patentierte Getränk. Altersprozesse soll es positiv beeinflussen und gleichzeitig auch noch Fett abbauen. Die 4-Wochen-Kur kostet 336 Euro. Jetzt gibt es eine neue Geschmacksrichtung, Cappuccino. Der Arzt probiert sie gemeinsam mit seiner Familie. Das schmeckt gut, okay. Schlank mit. Seine Frau Anni stammt aus Holland. Mit ihr hat er 4 Kinder. Ja, der war schon erniedrigt. Ja. Ich denke, Sohn Jörgel und die Töchter Susanne, Christine und Anne. 3 von ihnen wurden Ärzte, wie er selbst. Ich habe kein bisschen was, null. Die haben sich selbst, es ist ganz freie Entscheidung. Die hätten alles werden können, die hätten bis vom Theaterclown bis zum Zirkusdirektor hätten alles machen können. Ja. Weil Medizin ist doch das Schönste, was es gibt. Was gibt Schöneres, als sich mit Menschen auseinanderzusetzen, Menschen helfen zu können und so weiter. Das ist doch was Tolles. Oder? Der Trink hat geschmeckt. Seine Frau hat in all den Jahren den ganzen Laden zusammengehalten. Ich fühle mich extrem wohl hier. Also die Gegend, das Klima und meine Wurzeln sind natürlich durch meinen Mann und die Kinder hier. Also er hatte natürlich nicht immer Zeit, aber dadurch, dass der Betrieb so nah am Haus ist, hatten die Kinder nicht unbedingt das Gefühl, dass der Papa immer weg war. Und er war zwischendurch immer wieder da. Also ja, schon, aber andererseits war er auch oft weg. Ne? Ich meine, als Kinder haben wir ihn durchaus auch vor allem an Wochenenden oder im Urlaub gesehen. Ne? Aber es war okay. Also es war nie so, dass wir den Eindruck hatten, er war weg. Sei es die räumliche Nähe, sei es auch einfach, weil er... Ich habe mich halt nie vermisst. Ja,